dass sie ganz klarer Favorit sind. Ich glaube, da braucht man drüber reden. Allein wenn man sich die Namen anhört oder die da spielen. Vor zwei Jahren waren sie im Champions-League-Finale. Haben schon eine absolute Qualität. Aber im Pokal ist halt immer wieder mal was möglich. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unseren Zuschauern ja, den Großen noch lange ärgern können. Und einmal von 10 Spielen kann man auch mal so ein Spiel gewinnen. Und das ist natürlich die Hoffnung. Man muss sie bekämpfen. Ich glaube, jeden Zentimeter des Platzes muss man umflügen und versuchen, letztlich mit der Emotionalität oder auch mit dem Gefühl, mit den Zuschauern im Rücken, ja, über sich hinauszuwachsen. Ich glaube, die Mannschaft wird sehr, sehr motiviert sein. Nichtsdestotrotz hat natürlich Dortmund eine hohe individuelle Qualität. Vielleicht gelingt uns ja ein frühes Tor oder irgendwann mal ein Tor, sodass der Gegner vielleicht nervös sein kann. Aber eins ist klar, wir brauchen einen absoluten Sahnetag und die Dortmunder dürfen nicht ganz so guten Tag erwischen. Und dann gibt es eine Möglichkeit.